Und auch bei diesem Video ist es passiert, die PQ-Formel. Ich habe die ganz einfach und schmucklos mal eingeführt, weil die PQ-Formel ist sozusagen das Universalinstrument, man sagt auch Mitternachtsformel dazu, offiziell heißt die allgemeine Lösungsformel für quadratische Gleichungen, um mit Gleichungen aus Normalformen gut klarzukommen. Wenn ich die sogenannte Linearform habe, wie ich sie jetzt hier mal schnell hinschreibe, als Beispiel, und wenn das gleich 0 sein soll, das schreibe ich dann gleich noch dazu, dann kann ich hier schon die Lösung ganz schnell ablesen. Da ist es leicht, ne? Hier ist es 3 und hier ist es minus 5,5. Das sind die beiden Lösungen dafür, wenn die Gleichung da oben 0 ergibt. So, aber was tun, wenn ich, und jetzt multiplizieren wir diese Gleichung mal aus, was tun, wenn ich die sogenannte Normalform vorliegen habe, wo also alles ausmultipliziert da liegt? Diese zurückzuentwickeln ist echt schwer, mal sehen. Wir haben also ausmultipliziert. Ich halte jetzt das Video kurz mal an. So, und wenn wir ausmultipliziert haben, man macht hier ruhig solche Pfeile ran, das ist nicht das Problem, ergibt sich das hier oben, was ich zusammengefasst habe. Die beiden Terme habe ich zu diesem Term zusammengefasst. Und hier ist es nicht mehr so leicht, einfach zu sagen, ja, das ist 0, dann kann ich hier wieder ausklammern oder gar versuchen, die Linearform wieder hinzukriegen. Und da gibt es die sogenannte allgemeine Lösungsformel dazu. Und zwar, wenn ich mir das angucke, schreibe ich entsprechend das, was vor dem einzelnen x steht, schreibe ich einfach hin, das entspricht einem Wert, der heißt p. Ich habe jetzt hier nochmal klar gemacht, dass es nicht so leicht ist. Die Schüler dachten, vielleicht kriegen wir es ja doch hin. Und jetzt schreibe ich hier gleich p hin und hier hinten schreibe ich q hin. So, na, mal sehen. Ja. 2,5. Das steht vor dem x, das ist p. Und minus 16,5, immer mit Vorzeichen, das ist mein sogenanntes q. Ohne jetzt zu klären, was das Einzelne ist, einfach mal so hinnehmen. Und jetzt gibt es die sogenannte Mitternachtsformel, die können wir jetzt mal gleich, die werde ich jetzt mal gleich hinschreiben. Und zwar, die besteht ja aus zwei Lösungen. Quadratische Gleichungen haben zwei Lösungen. X, 0, 1 und 2, das sind zwei Lösungen. Im anderen Video habe ich es nochmal dargestellt. Das ist minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat. Ich hätte auch p Quadrat Viertel sagen können. So, minus q. Und das ist eine richtige vorgegebene Formel, die sollte man auswendig lernen. Dann kommt man ganz schnell damit zurecht. Minus q. So, und da setze ich p und q ein, die ich aus meiner konkreten Gleichung habe. Und das sieht dann wie folgt aus. Man schreibt wieder hin, x0, 1, 2 und setzt dann die Werte ein. Ganz stur. Ist überhaupt kein Verbrechen, das ganz stur zu machen. Und noch eine Weisheit, lieber eine Zeile mehr schreiben, gerade hier bei diesem Thema, lieber eine Zeile mehr, als hinterher was falsch zu haben. Ich setze also ein, plus 2,5 ist p, also minus, so wie vorgegeben, 2,5 halbe. Plus minus. Und jetzt die Wurzel. Und jetzt sagen wir, okay, 2,5 halbe quadriert, oben quadriert 6,25, unten quadriert 2 mal 2 ist 4. Und minus q. q ist minus 16,5, also muss ich sagen minus minus plus 16,5. Wurzel abschließen und jetzt wird gerechnet. Jetzt müssen wir irgendwie das Ganze unter der Wurzel entsprechend verarbeiten, damit wir dann die Wurzel ziehen können. Aus der Summe darf man noch keine Wurzel ziehen. Auch wenn es manchmal schön aussähe. Und das haben wir dann auch teilweise mit Hilfe des Taschenrechners gemacht. Jetzt wieder ganz korrekt abschreiben: x mal 1, 2 ist minus 2,5 halbe. Können wir vielleicht auch 1,25 gleich sagen. Plus minus. Und jetzt unter der Wurzel. Jetzt gibt es einen Wert, der da steht. Jetzt müssen wir uns da irgendwie drum kümmern. Das zusammenrechnen. Das ist im Moment noch ungleichnamig. Vielleicht kann man das mit ein paar kleinen Tricks lösen, vielleicht geht es einfacher, damit man mit dem Taschenrechner besser tippen kann. Darauf kommt es an. Ich zeige dann noch einen anderen Trick dazu. Also jetzt geht es einfach um pure Mathematik. Kann man eigentlich alles in den Taschenrechner eintippen, obwohl ich rate immer dazu, mit Brüchen zu arbeiten. Das ist sicherer. Ich habe jetzt hier aber mal 6,25 durch 4 geteilt und da kommen wir auf einen bestimmten Wert. Hoffentlich habe ich den im Kopf richtig errechnet. Na, ich glaube, ich hatte mich dann verhauen. Irgendwas ist dann passiert. Ich gehe mal gleich ein bisschen weiter. Dieses pure Gerechne. Hier hatte ich mich verhauen. Dann käme nämlich ein ganz blöder Wurzelkram raus.
das geht so nicht. Dann haben die Schüler nochmal schnell getippt. Ich schreibe die Zahl nochmal hin, die Schülerin hat es mir gesagt. 1,5625 plus die 16,5. So, und jetzt die Wurzel genau dahinter abschließen. Jetzt die Summe bilden. So haben wir es gemacht. Jetzt steht immer noch minus 1,2525 davor und plus minus. Und jetzt die Wurzel aus dem, was da oben in der Wurzel als Summe drin steht. Und da kann man die Wurzel ziehen. Und das ergibt glatte 4,25. Jetzt ist das alles nicht schlimm. Jetzt kommt der ganze Trick an der Sache. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, x01 ist die eine und x02 ist die andere Lösung. Das gucken wir uns jetzt mal an, wie wir das gemacht hatten. x01 ist minus 1,25 plus 4,25. Und x02 ist nämlich die zweite Lösung, minus 1,25 minus 4,25. Ich glaube, ich werde das dann sogar noch farbig kennzeichnen. Das ergibt dann im Endeffekt einmal dies und einmal das. Und wenn man das dann ausrechnet, kommen wir auf 3 und minus 5,5. Das war ja das, was wir oben eigentlich schon hatten. Ich habe extra oben die Linearform mit den Lösungen vorgegeben, damit wir jetzt sehen, aha, das kommt auch so raus. Also das geht auf diese Art. Es gibt zwei Lösungen, einmal diese, einmal diese. Hier sind es noch beide. Und plus minus heißt ja noch beide. So schreibt man das dann. So, ich glaube, das mussten wir dann. Achso. Jetzt haben wir nochmal verglichen. Haben wir gesagt, jawohl, so geht das. Das passt zusammen. Das hier oben, diese sogenannte Normalform, die wir dann zusammengefasst haben zu x² plus 2,5x minus 16,5. Dieses Gerät an Gleichung lässt sich nicht so leicht lösen. Demzufolge wenden wir diese allgemeine Lösungsformel an. Da gibt es noch eine schärfere Form, aber die merken wir uns jetzt erstmal vorläufig, damit wir damit besser umgehen können und besser mit Wurzeln umgehen können. Was passiert, wenn unter dieser Wurzel irgendwas Spezielles steht? Was passiert dann? Die Frage werden wir uns gleich stellen und mal sehen, was passiert. Ich bin jetzt hier nochmal auf die reine Berechnung eingegangen und habe diese Sache empfohlen. Ich glaube, jetzt wird nochmal gefragt, ja, was passiert? Es können nämlich drei Fälle entstehen. Wenn eine negative Zahl unter der Wurzel steht, was passiert dann? Dann ergibt es keine Lösung, denn ich kann keine Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen. Deswegen würde das passieren, es ergibt keine Lösung. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin, wissen wir ja auch. Was ist, wenn eine 0 steht? Dann habe ich nur eine Lösung. Warum? Denn Plus und Minus 0 ergibt immer das Gleiche. Diese Minus 2,5 halbe plus 0 bleibt so und Minus 0 bleibt auch so. Keine. Jetzt kommt eine Lösung. Es ändert also nichts. 0 dazu zu addieren oder abzuziehen ändert nichts. Also ergibt sich eine Lösung. Ich leite hier ganz bewusst nichts her, sondern wir machen das erstmal ganz stur, um ein bisschen den Umgang damit zu üben und ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Bei einer positiven Zahl, wenn die drunter unter der Wurzel steht, ergeben sich zwei Lösungen. Ganz wie üblich. Korrekterweise ist bei zweitens die eine Lösung auch gleichzeitig die Lösung für beide Lösungen. Da würden wir dann x01, 2 und dann nur eine Zahl hinschreiben. Quadratische Gleichungen ergeben im Allgemeinen zwei Lösungen. Und die eine vereinigt beide. So meine ich das. So, mal schauen. Ja, wir sind mit dem Video soweit durch.